Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozaru hier. Und aus aktuellem Anlass widmen wir uns heute den Dragon Balls und Porunga im japanischen Dokkan Battle. Denn wie wir wissen, können wir täglich im japanischen Dokkan Battle uns Dragon Balls sammeln und damit Porunga beschwören und uns drei Wünsche erfüllen lassen. Wie funktioniert das Ganze für diejenigen, die das nicht wissen? Und zwar wird täglich, das ist jetzt schon seit einer Woche der Fall, heißt, wir können uns schon mal drei Wünsche erfüllen. Ich werde auch gleich Porunga beschwören. Aber wir können uns täglich ein Dragon Ball holen, indem wir quasi Daily Quests machen. Was sind Daily Quests? Und zwar müssen wir täglich eine Bedingung erfüllen, damit wir diesen Dragon Ball einsammeln. Nun, da ich genauso wenig Japanisch wie ihr kann, oder vielleicht könnt das der ein oder andere unter euch, aber für die Allgemeinheit quasi, schaue ich natürlich auch im Internet nach. Sei es im Internet, im Social Media, was ich täglich für diesen Dragon Ball machen muss. Das Ganze wird auch von uns, von jedem anderen, beispielsweise, wenn wir uns das Ganze mal angucken, auf Twitter gepostet. Ich retweete das oder poste das dann selber. Für heute beispielsweise, wenn ihr das Video anguckt, dann könnt ihr euch einen Dragon Ball einsammeln. Und zwar hat das der liebe GermanDBZ gepostet. Lieben Dank an ihn. Beispielsweise müsst ihr einmal in eure Charakterliste gehen und hier lange drauf gedrückt halten. Und dann bekommt ihr schon den Dragon Ball von heute. Das sind so die Daily Quests, die man machen muss. Aber keine Sorge, wenn ihr die Dragon Balls von den letzten Tagen nicht eingesammelt habt, dann heißt das nicht, dass ihr sie nicht mehr bekommen könnt und ihr Porunga nicht beschwören könnt, denn ihr könnt die aus den letzten Tagen auch noch einsammeln. Woher bekommt ihr aber jetzt nun die ganzen Informationen? Nun, da würde ich gerne eine Seite empfehlen, und zwar Dokkan Reddit. Ich habe das Ganze auch gepostet in meinen News-Videos und auch neulich auf Twitter. Ihr müsst euch da auch wirklich nicht auskennen, ihr müsst einfach nur auf den auf den Link klicken. Ich werde diesen auch in die Beschreibung setzen. Und da bekommt ihr schon alle Informationen, was ihr täglich machen müsst für die Dragon Balls oder was, also, oder was ihr machen hättet sollen in den letzten Tagen. Sofern das richtig war. Anyways. Und zwar, wundert euch nicht hier, was hier dran steht. Das sind quasi aus den Databases, das ist quasi, das sind mehr oder weniger Funktionen, die sie dann herauslesen. Aber sobald das Ganze wirklich täglich immer online kommt im Spiel, wird das Ganze aktualisiert, dann scrollt ihr einmal am besten runter und hier kommt Interpretation, also Interpretation, und dann steht auch eben zum Beispiel Confirm bestätigt, dass man das und das machen muss. Heißt, ihr geht hier zum Beispiel her, für den ersten Dragon Ball von oben nach unten geht ihr runter. Für den ersten Dragon Ball, und zwar gibt es, hier stehen Wish Sets. Wir können das Ganze dreimal wiederholen, dreimal 7 Dragon Balls einsammeln quasi. Deswegen Wish Sets. Aber für den ersten Dragon Ball zum Beispiel steht hier, wir müssen einen Charakter trainieren. Wenn ihr einen Charakter trainiert, dann bekommt ihr den Dragon Ball vom allerersten Tag. Wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr diese folgenden auch im Nachhinein immer machen. Schaut immer am besten hier nach, was ihr machen müsst pro Tag. Zweiter Dragon Ball, müsst man quasi den Switch-Button hin und her switchen dreimal und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr gerne mal ruhig rauslesen, was man eben machen muss. Genau. Dann zu den Wünschen selbst switchen wir am besten mal rüber, wieder zu Dokkan Battle. Und zwar ist das Ganze so, sie stehen hier. Also mehr oder weniger, das sind Bilder, ja, die japanische Schriftzeichen müssen wir nicht hier interpretieren, nicht übersetzen, denn wir sehen auf den Bildern, was man sich wünschen kann. Im ersten Wunsch quasi bekommen wir Hidden Potential Orbs, die Anzahl, die da dran steht, dann Elder Kai, Gems und so weiter und so fort. Heißt quasi, von oben nach unten, beziehungsweise wenn wir das Ganze gleich sehen, werden Porunga beschwören, könnt ihr euch die Wünsche wünschen. Wie gesagt, drei auf einmal. Ich würde sagen, wir rufen gleich mal Porunga. Und an der Stelle nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Dragon Balls sind natürlich hier. Und sie werden dann täglich aktiviert, wenn ihr draufklickt, dann steht da quasi der Hinweis dran. Aber wie gesagt, da wir kein Japanisch können, Leute, haltet immer ein Auge offen aufs Internet, Social Media. Sei es unsere Seite, wenn wir es auf Twitter posten, wenn es andere posten, retweete ich das auf Discord oder die Seite Dokkan Reddit auf jeden Fall. Den Link einmal nur kurz anklicken, runterscrollen und dann seht ihr auf jeden Fall, was ihr jeden Tag machen müsst. Aber wir haben schon die 7 Dragon Balls, eine Woche ist schon vorbei quasi, deswegen beschwören wir direkt mal Porunga und schauen uns das Ganze an, wie das läuft. Ey, erstmal auf Namekianisch, sehr cool. Okay. Und da kommt auch schon die Kante Porunga. Nice. Ja. Ja, du, der die 7 Dragon Balls eingesammelt hast. GG. Nun wünsche deine 3 RIP-Wünsche. Ja, siehst du, 3 und 7, das kann ich rauslesen. Okay, wie gesagt, dann einfach von oben nach unten. Ja, das sind die Wünsche, die wir auf dem Bild gesehen haben. Da wir uns eh alles wünschen können, gehe ich einfach von oben nach unten. Heißt, oh, nice. Ein erster Wunsch, zweiter Wunsch, dritter Wunsch, please, yes. Thanks, die 3 Wünsche will ich. Raus damit. Und dann
Yeah, Maboy Porunga. Nicht schlecht. Und da haben wir schon unsere Wünsche. Nicht wundern, was ihr euch gewünscht habt, ist in der Geschenkbox, in der Giftbox quasi. Das werden wir uns gleich angucken. Und zwar, wenn wir einmal hier draufklicken, dann sollte alles gelistet sein. Genau. Genau, da haben wir alles. Seht ihr, von oben nach unten sind wir gegangen. Da sind die Elekai, die Orbs und so weiter und so fort. Heißt, wenn wir uns das Bild nochmal angucken für mich, dann, so, wenn ich da runterklicke, dann sehe ich, was ich bekommen kann oder was ich halt speziell schon mal bekommen will. Aber wie gesagt, wir können alle einsammeln. Gut, an der Stelle würde ich dann noch ganz kurz gucken uns das Bild nochmal an, was ich meinte. Aber den Wunsch von heute machen auf jeden Fall. Und den Dragon Wunsch nicht, sondern die Daily Quest, damit wir den Dragon Ball von heute bekommen. Denn nachdem eine Woche vorbei ist, können wir wieder neue bekommen. Und ja, da nochmal zur Show, was ihr euch holen könnt. Gut, zum Beispiel jetzt. Eigentlich ist das so. Heute wurde ein weiterer Dragon Ball freigeschaltet. Wir gehen auf die Dragon Balls. Ich vermute mal, das ist der Ein-Stern-Dragon Ball. Wenn wir draufklicken, genau, steht ihr dran, was wir machen müssen. Aber wie schon gesagt, ich kann kein Japanisch, so wie ihr. Vielleicht kann das manche. Anyways, sei es drum. Dann würde ich zum Beispiel mal hergehen, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Dann gehe ich einfach mal zum Beispiel, wie gesagt, ich wiederhole das Ganze noch ganz kurz, Leute, nicht wundern, um es zusammenzufassen. Zum Beispiel auf Twitter gehe ich, ah, okay, GMDBZ hat das gepostet, was muss ich machen? Und noch meine Charakterliste klicken, alles klar, nice. Oder ich gehe von Anfang an auf Dokkan Reddit, schau, von heute Zeit der Wish Set confirmed ist bestätigt, go to the Calculus Screen and click on the numbers on the bottom. Warum? Irgendwas ist in meinem Zimmer, glaube ich, oder? Langsam fällt. Weiß nicht, Frühling an? Eigentlich nicht, aber sei es drum, muss die ganze Zeit niesen. Anyways, sorry dafür. Okay, also quasi, wir gehen auf die Charakterliste. Ich weiß schon, okay, heute muss ich das machen. Upsa, Dokkan Battle. Gehen auf meine Charakterliste. Boom, diese ist hier. Klick einmal drauf. Lang drauf gedrückt halten. Hallo. Da ist es. Jetzt. Und so haben wir schon unser Dragon Ball. Seht ihr? Also Leute. Boom. Und das wird dann täglich, wird immer ein neuer Dragon Ball dazukommen. Heißt, haltet ein Auge offen, wie gesagt, aufs Internet, Dokkan Reddit, Social Media und so weiter und so fort. Ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen, Leute. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und dann auf jeden Fall viel Spaß beim Dragon Ball einsammeln und beim Porunga beschwören. Und dem Wünschen eurer Wünsche. GG! Ja, ich wusste am Ende nicht, was ich sagen soll. Also, mach mir einfach Schluss. Peace.